persönlich empfinde die Gespräche mit Deutschen aus Russland immer wieder auch als Bereicherung. Und deshalb bin ich froh, bei aller Liebe für das Buch, dass Tschitscharow Andrzej nicht der einzige Russlanddeutsche ist, den ich kenne. Denn mit ihrer Lebensgeschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren hier, mit ihrer Familiengeschichte, bringen viele von ihnen Erfahrungen mit, die für mich sehr wertvoll sind, um zu verstehen, was es braucht, damit Deutschland auch kulturellen Minderheiten, auch den Deutschen aus Russland, eine Heimat wird. Die deutsche Literaturpreisträgerin Hertha Müller, die im rumänischen Banat aufgewachsen ist, hat für diese Erfahrung, wie ich finde, eine wunderbare Formulierung gefunden im Titel eines kleinen, schmalen Büchleins. Und der Titel lautet Reisende auf einem Bein. Und sie hat damit ihre eigenen Erfahrungen nach ihrer Ausreise aus Rumänien vor 30 Jahren gespiegelt. Reisende auf einem Bein. Das ist ein Buch über das Gefühl des Fremdseins in der neuen Heimat. Über das Aufbrechen müssen und das manchmal nicht ankommen können. Über den Verlust des Gleichgewichts, wenn man mit dem Standbein noch im früheren Leben steht und in einem anderen Leben Fuß fassen will. Reisende auf einem Bein, das waren ja viele Aussiedler und Vertriebene auch. Und mein Eindruck aus vielen Jahren politischer Arbeit ist, dass vor allem die Kultur, also die Pflege der Traditionen und der Werte, ich habe mich eben richtig gefreut, dass ich das da vorne gelesen habe und auch, dass das Wort Glaube da drin vorkommt, ja, dass die Pflege der Traditionen aus der alten Heimat, wie auch der kulturelle Austausch natürlich mit der neuen Heimat, dabei hilft, mit beiden Beinen in einer neuen Heimat anzukommen. Dafür möchte ich mich gerne mit Ihnen und für Sie weiter einsetzen. Als Abgeordnete des Wahlkreises hier natürlich auch. Sie wissen das vielleicht, die Petra Pau hat ihn direkt geholt, aber ich bin auch seit 12 Jahren jetzt inzwischen hier aktiv und als Staatsministerin im Kanzleramt natürlich sowieso. Und dafür bitte ich Sie natürlich um Ihre Unterstützung, bleiben Sie an unserer Seite und na klar, ich darf auch noch mal sagen, wählen Sie am nächsten Sonntag getrost CDU.